So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Und jetzt mal schön Text lesen. Oh, ganz schön viel Blut. Oh, schon wieder Leder. Ist sie nicht gegangen? Achso, ja, nee. Leder, why are you leaving? You didn't see... Achso, das ist unsere Antwort darauf. Also Leder hatte diesen komischen T geschrieben. Und der T antwortet gerade. Why are you leaving? You didn't see anything was wrong. Everything was going perfectly. You can't just pack up and leave me here without any explanations. I feel... Is this afraid? I feel afraid everything... Ja, wahrscheinlich, ja, ne? Afraid, ja. I feel afraid everything we have been through... Was? Nee, macht keinen Sinn. Was ist dieses Wort hier? Ich kann dieses Wort nicht entziffern. I feel afraid. Everything we have been through, this is a step in the back. Ich habe keine Ahnung, was das Wort heißen soll. I love you. Does that not mean anything? Fucking useless. Boah, Alter. Why can't I be normal? Can't. Das hier kann ich auch nicht lesen. Can't keep. Also, Leda, warum gehst du? Du hast nie gesagt, dass irgendwas schlimm ist. Alles war perfekt. Du kannst nicht einfach deine Sachen packen und gehen, ohne irgendwas zu erklären. Ich habe Angst, das wäre ein Stich in den Rücken. Ich habe keine Ahnung, wie man das übersetzt. Ich habe ja keine Ahnung, was das bedeutet. Ich liebe dich. Bedeutet das dir gar nichts? Und dann hier unten, warum kann ich nicht normal sein? Fucking nutzlos. Und dann hier can't casp. Ist das ein S? Can't keep. Kann nicht halten. Kann ich so bleiben? I don't know. Hm, was? Ist es hier eigentlich in der Reihenfolge, das Journal, ist es eigentlich in der Reihenfolge, wie wir die Sachen finden? Oder in der Reihenfolge, wie es inhaltlich Sinn macht? Also so als roter Faden. Versteht ihr, wie ich meine? Weil irgendwie, hier ist ja zum Beispiel jetzt, ne, erst hat, nee, andersrum. Genau, hier. Erst hat Leda Taylor geschrieben. Und dementsprechend, wenn das danach kommt, weil 12 statt 11, also die 12 oben könnt ihr gar nicht sehen. Aber das ist halt quasi Nachricht 12 von 12. Ist es jetzt ein Garant dafür, dass diese Nachricht nach der ersten kommt, also eine Antwort darauf ist, oder viele Fragen und keine Antworten. Why? Hier müssen wir wieder auf Wände achten, ne? Ob da irgendwelche Sachen dran stehen. So, da ist Surface Access. Oh, versperrt. Da darf not open from this side. Hat er gerade schon wieder gespeichert? Gestockt? Also, warum macht er diese? Why? Just why? Why? Ganz schön dunkel, by the way. Oh, das ist das Ding mit dieser... Das haben sie wirklich aus irgendeinem creepy How-To einfach extrahiert. Okay, die ist noch gar nicht da. Wo ist denn die? Irgendwo. Ach, hier. Okay. Ja. Diese Person da hinten. Sie steht einfach nur da und macht nichts. Aber... Instakill. Und das ist noch nicht mal alles. Dieser, was auch immer das darstellen soll, ich habe keine Ahnung, diese Frau steht einfach nur da. Hört ihr das? Solange man hinguckt.
Das ist so fucking creepy. Ist das geil. I love that. Die Frage ist, können wir die eigentlich weghämmern? Habe ich noch nie probiert jetzt mit dem... Nee, nee. Ich hatte gehofft, dass wenn wir jetzt ein bisschen weiter wegstehen und durch den Angriff näher kommen, dass das quasi reicht, um sie zu stunnen, damit sie uns nicht angreift. Ich probiere es mal nochmal. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wäre zu einfach. Nee. Klappt leider nicht. Weil das Problem ist, hier ist alles schön und gut. Hier haben wir nur eine. Aber ich glaube, später kommt ein Level, da hat man mehrere von denen. Und das ist auch der Punkt, wo ich bisher immer nie weitergekommen bin. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hier im Let's Play, ob an der Stelle denn das Let's Play einfach vorbei ist. Oder ob ich einfach mich durchschiete und dann einfach sage, okay, fuck it. Ja. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ob da irgendwelche Tricks gibt, wie man die bändigt oder irgendwie sowas. Hier, genau, da ist gar nichts. Was war hier? Ach, hier ist auch bloß ein Weg dahin. Okay. Oh, ich glaube, wir haben gerade schon geweckt, ne? Okay. Okay, wir müssen erstmal. Wie gesagt, wir müssen immer Blickkontakt halten. Sonst laufen wir Gefahr. Ich weiß. Okay, auf den Boden gucken können wir. Er betrachtet also nur unsere Blickrichtung in offener Plane quasi. Also, ohne jetzt nach oben und unten zu betrachten. Genau, wir können auch in die Decke gucken, ohne dass sie kommt. Hauptsache, wir sind in die Richtung gedreht. Egal, ob wir nach oben oder unten gucken. Das ignoriert er. Oh, zweimal Salami. Let's go. Können wir direkt mal gucken? Also gut, können wir nicht gucken. Ich wollte gerade die hier mit denen vergleichen. Aber wir haben zu wenig Hunger. Das ist bei beiden einfach nur beide. I don't know. So, jetzt. Komm mal her. Noch ein bisschen. Ja. Also, ne? Man kann damit auch ein bisschen steuern. Aber es ist halt super tricky. Und von ihnen super gefährlich. Ah, vielleicht war es auch gar nicht so clever. Wie ich dachte. So. Wie die aussieht, Alter. Guck dich mal an, Mädel. Ist der Bauch wegen mir geschwollen? You know what I mean? Okay, aus jetzt. Oh, oha. Ich wollte einfach weglaufen. Scheiße. Immer schon Blickkontakt behalten. Auch beim Weglaufen. Ich weiß gar nicht, will ich jetzt hier... Okay. Okay, da ist sie wieder. Da ist ein Weg, da müssen wir hin. Gott, Alter, ist das scheiße, wenn man sieht, wo man hinläuft. Ah, Digga, das ist so... Das ist so... Warum ist das so? I like it. Ah, Alter! Wie er sich beim Abbau immer zu den Kisten dreht. Ah, bloß ein Stab. Ich glaube, einfach mal rückwärts. Hier sind noch mehr Kisten. Okay. Da ist nix. Oh, noch Rohre. Okay. Mann, ich will mich hier gerne umschauen, aber ich kann nicht. Oh, da. Okay. Boah. Hab ich gerade gewundert, wo sie ist. Also, okay, wir können es so hinstellen. Dann sehen wir sie. Und ich kann mich hier trotzdem umschauen. Da ist ein Tisch. Da blinkt was drauf. Das heißt wahrscheinlich...
Genau, da war der Schlüssel, den wir brauchen, um rauszukommen. Gut, ich gehe mal hier zu der Kiste. Genau, weil damit ist nämlich hier immer noch an der Ecke da gefangen. Dann nehme ich mal hier den Schlüssel mit. Dankeschön. Passage Key. Aber brauchen wir nicht einen Surface Key irgendwie? So, kriege ich die Kisten kaputt oder dass sie. Nee, wahrscheinlich nicht. Na komm. Genau, bleib mal schon da kannst du bleiben. Und wir gehen jetzt ganz langsam rückwärts. Tschüss. Da. Ja, bleib schön da, Mädel. Frage, jetzt können wir jetzt raus. Wo ist sie? Wo ist sie? Ach da. Gott! Achso, sie bleibt doch immer bei den Rohren hängen. Gut, dann kann ich ja mal gucken, was hier ist. Hier ist. Ach da, genau, hier, okay, hier ist der Ausgang. Hier ist einer der Wege zum Ausgang. Schnell raus hier. Surface Area. Leider kann ich die Tür nicht wieder zumachen. Da es gibt ja was wir von der anderen Seite gesehen haben und wir einfach mal raus. Ah, okay. Genau, jetzt war hinter dem komischen Holzstapel da. Boah, Alter. Und das, wie gesagt, das war eine. Eine war das. Das ist so krank. Das ist einfach nur fucked up, Leute. Surface Access. Nee, was? Doch. Ah, der sagenumwogene Fahrstuhl. Sind wir drauf? Ich will leben. Ich kann mich bewegen. Nein. Oh. Man kann sich doch bewegen. Warte kurz. Wenn man. Moment mal, muss ich mal gucken. Aha! Nice! Das habe ich noch nie geschafft! Lol! Habe ich schon immer gefragt, ob das funktioniert. Weil eben normal, einfach normal rennen geht nicht. Achso, doch, geht ja. Ja, okay. Aber eben laufen geht nicht, genau. Na gut, dann fahren wir mal nach oben. Und verlassen damit Chapter 2, glaube ich. Und beginnen Chapter 3. Was nicht minder groß wird. Es wird immer nur größer, Leute. Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ich meine, ich kann lügen, aber vor Gott. Dann vergesse ich mich ja. So. Wir sind im Fahrstuhl und begeben uns jetzt raus. I've been isolated in this place. It has been suffocating. Okay. Ich war isoliert. Es war. Oh Gott, Jubel. Wie übersetzt man das? Suffocating. Also wenn es einem. Oh Gott. Ich kann es nicht mehr umschreiben. Also suffocating, sowas wie. Wenn es dich halt mental fertig macht. Also wenn es halt so die Lebenslust aus dich raussaugt. So, I don't know, irgendwie sowas in die Richtung halt. Ah stimmt, wir kriegen hier ein neues Supply an Stein. Nee. Nur Ziegel? Oh, hier waren früher auch Steine.
Gott, dann bleiben wir bei 7 Steinen. Und das ist nicht die feine Art hier. Oh. Achso, jetzt haben wir wieder altes Brot mitgenommen. Wollen wir nicht? Nein, ich... Ach, Mann. Keine Ahnung, was das heißen soll. It should have us been. Been. Weiß ich noch ein Wort? Ah ne, it should have been us. So unwahrscheinlich. Also es sollte ein uns gewesen sein. So im Sinne von, dass wir zusammen. Ne? Hier ist noch irgendwie was Weißes, aber kann ich die wirklich erkennen? Und ich sehe auch sonst keine weiteren Wörter da drin. It should have been us. Schön, wie dieser rote Flag hier aussieht, wie als wenn das so eine Hand ist, die sie von hinten umarmt. Also die quasi von hinten nach ihr Gesicht greift. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, warum ich da gerade drauf komme, aber irgendwie hat das gerade auf mich so... I don't know. Ja. So, du bitte wieder raus, weil dich braucht keiner. Also du bist nicht geliebt. Ist locked, okay. Da geht's auch noch weiter, das ist neu. War nicht früher Ende? Ja, wie gesagt, ne, es ist halt, ich kenne halt die Version 1.40. 1. Scheinbar gab es zwischen 1 und 1.40 doch hier einige Änderungen. Oder ich kenne... Ja, ich, wie gesagt, ist auch schon Jahre her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Da waren hier noch Steine. Nicht nur Ziegel. So, aber da hinten kam ein Gegner. Oh, die Viecher. Oh, nö. Das Schöne ist, alles ist besser als diese alten Zombies, weil die alten Zombies sind, glaube ich, die einzigen, die Steine schmeißen können. Bei denen kann man, solange man, wow, sich nicht irgendwo festrennt und man dementsprechend nicht mehr ausweichen kann, kann man die eigentlich immer relativ leicht besiegen, weil die halt keine Fernangriffe haben. Anders als die Zombies. Die, ne, da muss halt aufpassen, da kannst du nicht einfach warten, bis sie dich angreifen, weil sie dann halt auch Fernangriffe machen können. Die sind aber extrem stark. Wenn du von denen einmal gebissen wirst, verlierst du ordentlich an Saft. Oh, Helftritt. Aber sonst soweit nix. I will reach out again because it does not feel right. Have you been. Was? I will reach out again because it does not feel right having you absent on the list. We sent you the invasion for the Alice and I. Evan. Anniversary party over 5 weeks ago. And we have not heard back about a PSVP. Is everything okay? I understand you are going through a lot of right now. If you let us know, that is if you let us know, that is a reason we can understand that. As if you let us know. That is the reason. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wer schreibt denn so? We can understand that. But the radio silence has us worried. Your old friend, Wine. Ich schreibe dir nochmal, weil es sich nicht richtig anfühlt, dich auf der Liste zu vermissen.
Wir senden dir und die Einladung zu unserer Anniversary Party. Was war nochmal Anniversary? Also, war das Hochzeit oder sowas? Zu unserer Verlobungsparty? Genau, wir senden dir. Ah, ne, wir sendeten dir die Einladung zu unserer Hochzeit vor 5 Wochen und haben noch nicht von dir zurückgehört über RSVP, was auch immer das ist. Ist alles in Ordnung. Ich verstehe, dass aktuell bei dir viel los ist. Wenn du uns sagen kannst, was der Grund für deine Stille ist, wäre das schön, weil wir uns sorgen um dich. Das war es gerade sehr frei übersetzt. Dein alter Freund Wine. Und an wem ist das gerichtet? Vor allem, ich finde es halt immer schön, wie in Spielen immer Blut rot ist. Leute, vielleicht solltet ihr euch einfach mal öfters ritzen, damit ihr wisst, wie Blut funktioniert. Es ist am Anfang rot, ja, aber mit der Zeit wird es mindestens so, wenn nicht sogar so. Das ist altes Blut. Aber nicht das hier, das ist einfach nur rote Farbe. Oder auch das hier, das ist keine Ahnung, warum es überhaupt so glänzt. Das muss ja richtig hart verkrustet sein. Und das hier sowieso nicht. Das ist ja richtig leuchterot. Das ist ja... Holy shit. Ja. Naja. Okay, das war das. Irgendwas war ja schon Krach. Okay, können wir nicht kaputt machen. Es ist die Lampe. Die hat so viel Krach. Verstehe, verstehe. Wir haben für wieder ein paar Lappen. Das heißt, wir können das nächste Mal, wenn wir ein bisschen Alkohol finden, wieder ein paar Verbände machen. Ich meine, wir haben noch 28. Erschreckend viele eigentlich. Geil. Ja. Gut. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Wo sind wir hier zur Hölle? Hä? Bei dem Level ging es doch raus in so eine offene Area, also wo man direkt Himmel sieht. Gut, da vorne ist Himmel, ja. Aber der Oh! Get help. Okay, das ist definitiv eine Änderung bei Director's Cut. Weil eigentlich kam jetzt hier ein anderes offenes Gelände. Zumindest in meiner Erinnerung. Vielleicht, wie gesagt, auch einfach nur. Taylor, I appreciate that you want to reconnect after moving back to the mainland. I'm sorry to hear about your illness. I feel terrible for keeping this a secret for so long, but trying to get ahead of you since you left for hours was almost impossible. We have a child. She is beautiful. Her name is Koan. Corona. please keep in touch. Write back to me. Lida. Ah, okay, siehst du, das ist heute wahrscheinlich noch ein wesentlich älterer Brief. Ist aber hier, seht ihr leider nicht, trotzdem 15 von 15. Also, ja, es ist leider wirklich nicht in der... Man muss sich also selber die Reihenfolge zusammenwurschteln im Kopf. Aber das ist wahrscheinlich definitiv eine ältere Nachricht. Erkenne ich daran, weil hier kein Blut drauf ist. Haha. Taylor. Ich finde es schön, dass du dich mit uns kommunizieren möchtest, nachdem du zum Festland gezogen bist. Ja, es ist ja traurig, von deiner Krankheit zu hören. Ich fühle mich schrecklich. Es ist ein Geheimnis. Also es was?
I feel terrible for. Wie übersetzt man das? Das ist schon wieder so eine ganz komische Grammatik. Ich versuch's mal wortwörtlich zu übersetzen. Ich fühle mich schrecklich, das als Geheimnis gehalten zu haben, für so lange Zeit. Aber ich versuche. Dieses Ahead macht keinen Sinn. Oder ist es überhaupt Ahead? Hold. Since he left for us. Ah. Was almost impossible. Na, macht keinen Satz, keinen Sinn, keine Ahnung. Wir haben ein Kind. Sie ist wunderschön. Ihr Name ist Cora. Bitte bleib in Verbindung. Schreibe zurück. Leda. Ja, yeah, whatever. Oh, da blinkt was. Tabletten. Wird immer gut. Drogen. So, hier ist der einzige Weg. Dann gehen wir den Weg mal runter und haben hier ein... Was ist das denn? Ist das ein Gewehrteil? Ach, das ist eine Waffe. Ah, eine Harpune. Ja, leck am Arsch. Wo sind die jetzt auch da? Gut, da bräuchte ich aber erstmal Pfeile für. Und die wiegen natürlich wieder 10 Pfund, ne? Ah, wir haben langsam echt viel Scheiße bei uns. Wir haben auch eine Pistole. Mit gerade mal 4 Schuss. Hier haben wir gar keine Munition für. Das ist alles ein wenig deprimierend. Dieses Inventarmanagement. Ich meine, das ist früher bei ganz alten Versionen von Total Chaos war das Inventar eine Katastrophe. Er hat sich schon hart gebessert. Aber es ist immer noch so. Oh. Dieses Entscheiden, was man behält und was man wegschmeißen kann, gerade wenn man nicht weiß, was kommt, ist schon ein bisschen deprimiert. Oh Gott, ist das verwinkelt, Alter. Was? Alter, wie viele Wege gibt's denn hier? Okay, okay, hier ist kein Weg. Da ist zu, okay. Es sieht also nur verwinkelt aus. Gut, hier ist auch zu. Ah, okay. Ja. Warum gibt es ja kein Geräusch? Da ist auch zu. Okay, es gibt also nur einen Weg. Oh, okay. Das war die Sache einfacher. Endlich mal ein Gang, wo es wirklich ruhig ist. Ja. Ah, meine Taschenlampe ist die ganze Zeit noch angewiesen hier. Hab ich gar nicht gemerkt. Okay. Da ist wieder Surface Access. Da ist ein sehr dunkler Raum. Oh, okay. What the f- With what festers in there, we will need a weapon more conventional to pass. Nearby is an offshore prison containing an armory. In there, you will find a firearm. Mm. We need this to proceed. Also, es gibt hier wohl irgendein grobes Monster oder sowas, denke ich. Ich würde es gar nicht wissen. Und wir sollen wohl irgendwo in so ein Prison gehen, also Gefängnis. Wollt's da wohl auch einen Waffenschrank oder eine Armory? Ja, also ein Waffen. Irgendeine Waffenstation, ob es ein Schrank ist oder ein Raum oder I don't know. Keine Ahnung. Oh, meine Kiste, wie lang? Ah, ist aber locked. Ich schätze, hier geht später weiter, kann das sein? Wo dann dieses komische Monster kommt? Ich glaube, ich kann mich sogar an ein Monster erinnern. Ich weiß gar nicht. Das Problem ist nur, dass hier war gerade der einzige Weg. Wo geht's denn lang, wenn ich hier... hier habe ich geguckt, da ist zu. Und hier ist alles zu. Hey, da war zu. Gehen wir mal wieder zurück. Kann man hier rüberspringen vielleicht? Nee, auch nicht. Aber
Hey, wo geht's denn lang? Hier war auch zu. Ist hier irgendwas offen? Na, ja, hier ist wieder dieser Anfang gehabt. Hier war, soweit ich weiß, gar nichts. Gut, hier sind zwei große Türen, aber wir sind auch beide zu. Ich bin etwas verwirrt. Die Tür war auch zu, soweit ich weiß. Ja. Hier war bloß der Eingang. Hier geht es nur zum Fahrstuhl. Mit drei Wegen, warum auch immer. Die Tür war zu. Hier war auch alles zu. Ach, wir haben Schlüssel gefunden. Entrance Key. Das heißt, wir müssen irgendeinen Entrance finden. Entrance. Ich probiere einfach nochmal alle Türen durch. Gesperrt. Get help. Ah, unlocked with key. That's the key. Ich geh jetzt mal hier lang. Oh. Ja, mit Treppen habe ich ganz schlechte Erfahrung. Irgendwie, ja. Aber gut. Sowieso für nächste Folge. Bis dann.